Live. Hi. Heute eine kurze Version. Wir haben ein bisschen mit der Technik gehadert. Wir wollen heute einfach mal ausprobieren, wie es ist mit Space Marine 2 und wie der Stream läuft. Von daher, wir sind auf viel Feedback von euch angewiesen. Genau. Ihr seht schon, Space Marine 2, die technische Herausforderung war einmal OBS zum Laufen zu kriegen und die zweite Herausforderung war es, uns miteinander zu connecten, weil ich habe Space Marine 2 hier auf der PS5 am Laufen und der gute Jan hat das Ding auf der Xbox. Aber es geht. Es ist systemübergreifend und jetzt bist du gerade weg. Man sieht oben, Ja, ich wechsle gerade die Klasse. mein Gamertag ist das hier und du bist das gute alte Schnitzel. Ja, das ist immer das Schöne bei Gamertags, die man vor 20 Jahren erstellt hat. Ja, ich werde einfach hier, so wie es sich für mich gehört, ein Ultramarine der zweiten Kompanie spielen. Einfach als ganz normalen Taktiker hier beschrieben. Das ist so der Universalmensch und du hast Bock auf Nahkampf, hast du gesagt. Oh yes. Um in eine Koop-Kampagne zu kommen, muss man erst einmal das Tutorial durchspielen. Das haben wir gerade schon gemacht. Das ist ziemlich geil, ziemlich interessant. Und ziemlich lang. Und genau, und du sagst, ja, kennst du schon. Können wir gleich noch nebenbei ein bisschen schmettern? Wir sollten jetzt erstmal irgendwie starten hier. Was sagst du? Ja, finde ich gut. Ich gucke gerade mal, unser Bild sieht gut aus und Ton ist super. So, ja, genau. Also man sieht das Ganze, Perfekt. wir können das jetzt nur darstellen aus meiner Perspektive hier. Und Wir könnten das demnächst versuchen, dass wir das auch aus zwei Perspektiven machen, aber das ist heute erstmal alles ein Stream-Test. genau. Aber das Ja. Bild sieht super aus. Dafür, dass wir aus Konsole spielen, sieht super aus. Cool. Also es ist wirklich ein absolutes Fest, dass also das Ding hier auf dem, also ich zocke hier auf dem 4K Ultra-Wide Display. Das ist Wahnsinn, das sieht so unfassbar gut aus. Macht Bock, sagst du? Ja, auch dieser, was ich sag, dieser Motion Blur, das kommt, ich weiß nicht, ob es jetzt auf diesem Full HD, auf der Full HD Übertragung rüberkommt, aber das ist total cool. Okay. Mission ist ausgewählt. Ja, schön. Müssen wir jetzt einmal in Folge mich. den. Ja, schon geil. Ja. Wo muss ich irgendwo hier interagieren, oder? Warte nicht. Nee, da kommt noch jemand scheinbar. Wer denn? Berlu. Wer? Berlu. Ach cool. Ist das ein NPC oder Ich ist weiß das es also nicht, aber. die Symbole bei mir ist der PlayStation, bei dir ist Xbox und dann? Einladungsmenü. Nee, passt. So, dann haben wir jetzt noch einen Spieler dabei. Da ist er. Du müsstest mal oben auf Dreieck drücken und bei dir den Ton ausschalten, denn sonst hört er dich die ganze Zeit. Ach so, warte mal, wie kann ich denn das? Ich kann nur Trupp verlassen. Oh. Ah nee, ist aus. Never mind. Ein Ja. Thunderhawk Gunship. Geil. Einsteigen, auf geht's. Schön Geil. Ultramarines, so wie sich das gehört. Nein. Wir wissen alle, dass du ganz tief im Inneren ein Ultramarine-Fan bist. Nein. So, guck mal. Zwei Marines. Ein Angel. Anflug an Absprungzone. Stellen Tyrannidenschwarm eine Falle. Führe den Hinterhalt am richtigen Moment aus, um die Streitkräfte zu dezimieren. Ja, das kriegen wir hin. Wir sind mal optimistisch, vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, also der Ton, der Spielsound ist nicht zu laut. Das passt. Das wäre schön, wenn ihr das nochmal schreibt, weil ich weiß, es war jetzt super. Wir haben keine Ankündigung gehabt, wir haben, sind einfach zack live gegangen. Das war wahrscheinlich suboptimal, aber beim nächsten Stream, jetzt wo wir wissen, dass die Technik läuft, würden wir dann noch eine Ankündigung vorher machen. Ich muss dich auch mal ein bisschen runterpegeln. Du bist etwas laut. Red nochmal bitte. Ja, ich kann mich auch einfach ein bisschen weiter wegsetzen, so. Nee, alles gut. Ich pegel hier. Das passt Okay, alles. er pegelt. Genau. Hast du deinen Pegel schon erreicht heute? Ja, mit technischer Frustration. Jupp. Müssen wir jetzt auch eigentlich irgendwas drücken hier? Das dauert ja ewig. Ich glaube, irgendjemand lädt noch, aber bei mir ist der Balken voll unten. Vielleicht ist der Typ hier oft vom PC, weil der hat ein anderes Symbol als wir. Dass der irgendwie, was weiß ich, so einen Gurkenrechner hat. Ja, auf jeden Fall dauert die Fahrt etwas länger oder der Flug oder. Ja. Ja, okay. Bin gespannt. Zweimal Intercessors und einmal Assault Intercessor. Ich bin der mit dem Helm. Jetzt. Guck mal. Jetzt hat er Server-Side geladen. at
kann gar nicht sehen, ob wir Zuschauer haben. Ich kann das sehen. Ist genau einer. ja, wahrscheinlich ich. Genau, nee, wir haben zwei. Hallo, zweite Person, wer auch immer so ist. ja, wie gesagt, halt heute spontanes Ding, aber es geht los. Spontaneous. Ja, wir sind ja schon froh, wir haben ja auch schon mit allem gerechnet, dass die Server down sind, weil die einfach komplett überlastet sind oder whatever. Ja, aber so ist es nicht. Nee. So, erreiche das Lager des Astra Militarum. Gucken wir mal. Oh geil, der ist Tank. Ah, ja, geil. Dann war ich doch... Hä? Ich habe doch eingestellt mit Helm. Naja, okay. Titus, Leutnant Titus. Alter, der hat ein Sprungmodul. Also du hast ein Sprungmodul, so. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, was so richtig, richtig rockt, ist dieser Trigger vom... von der PS5. Ja. Der ist so richtig, richtig geil. Also das ist der Hammer beim Abzug. Oh geil, ich bin schon gestorben. Nee, ich bin verwundet, meine ich. Okay, also ich bin keine Minute. Keine Minute. Alter, die machen aber auch deutlich mehr Schaden hier als im normalen Spiel. Alter Schwede. Ja, was für. Ist das hier Hardcore oder was ist das? Weiß ich nicht. Ja, Hilfe. Ich bin auch tot. Geil. Uff! Holy shit. Das ist gerade kranker Scheiß hier. Er mit seinem Schild ist natürlich mega. Jetzt liegt er auch wieder da, neben mir. Ja, jetzt bräuchten wir mal Hilfe von einem Schnitzel. Ach, ihr seid beide kaputt. Ja, oh, warte, Gott. Bei mir steht Respawn in 56. Ich spawne in 50 Sekunden neu. Dafür kann ich jetzt zugucken. Alter. Na, jetzt guck mal, jetzt kann ich dir zugucken. Das ist gerade hier gar nicht ohne, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, welchen Schwierigkeitsgrad wir eingestellt hatten. Ich weiß nicht, aber er ist ganz schön gut. Ich spawne in 25. Ja, du hast einen schönen Hammer. Ich guck dir gerade zu beim Hammerschwingen. Boah. Es ist echt krass. Ich glaube, da war ein höherer Schwierigkeitsgrad eingestellt, als gesund ist für uns. Also dafür, dass wir ja noch 0, gar keine Erfahrung in dem Game haben, außer das bisschen Tutorial gerade. Ich bin wieder gespawnt, da bin ich wieder. So, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich jetzt sterbe. Vor allem, ich bin nur ein dusseliger Intercessor. Weißt du, was erwartest du jetzt hier? Ja, versuch mal ein bisschen hinten zu bleiben. Ja, ich versuch mal ein bisschen. Hätte ich doch den Sniper... Hier ist Munition. So... Wer auf der Playstation spielt, das Interagieren ist immer mit rechts. Kann ich Friendly Fire? Sowas gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann nur nee, Friendly Fire gibt es nicht. Das wäre ja noch schöner. Dann wäre es ja noch schwieriger, aber könnte ich mir vorstellen, dass das auf irgendeine Schwierigkeit. Daher kommt einer. Ein Krieger. Aber das ist schon ziemlich geil. Auch hier mit so einem Dreier-Squad lang zu laufen. Ja, so ein Hammer ist schon ultra. Jetzt ich mit meinem dusseligen Kettenschwert. Oh, Revenant. Junge. Ich save der Schwierigkeit gerade viel zu hoch. Ja, also. Alter, ich habe auch gerade geblockt, was das Zeug hält, ne, aber interessiert ja irgendwie keinen. Ja. Granate. Ups. Holy. Wo ist denn? Du bist fast komplett down. Wo bist du? Ich bin im Respawn. Ah,
shit. So. Da oben ist doch. Stimmt. Jetzt ist er sauer. Jetzt kannst du ihn hinrichten. Ja. Ah, ich bin neu gespawnt. Sehr ja, schön. ich habe gerade noch eine Granate geworfen. Auf mich? Das ist ja nett. Ja, eigentlich auf den Schurken. Also mich. Einfach nur reinhalten in die Tyrannidenmassen. Hab ich eigentlich noch was anderes außer ein Boltgewehr? Es gibt eine vergiftete Anzeige für die Sporenwaffen, wie es scheint. Ich bin nämlich vergiftet. Okay, ich habe ein leichtes Munitionsproblem, stelle ich gerade fest. Okay. Boah. Alter, ich kann mich nur mit so ein paar Hechtrollen rausretten. Nein. Junge, kommt da viel Schuss. Oh. Alter, was ist das? Was? Ich bin einfach stumpf Irgendein gestorben. Psi-Sturm, ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie von oben. Wer Louis noch am Ach, Leben? da oben ist eine Zoanthrope. Ah, geil. Ich bin down. Alter. Alter. Also wir wären. Gefühlt mit drei Schlägen tot. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich hier die richtige Spielklasse gewählt habe. So als normaler taktischer Marine ist das Alter hier. Der andere Dude ist, glaube ich, einfach stumpf abgehauen. Nee, der läuft hier neben uns. Nee, das ist gar nicht cool. Ey, der soll sich, bevor wir gleich komplett down sind, als Ja, Team. ich lebe wieder. Hat er dich? Muss einfach nur interagieren. Ich mache mit 1000 Hechtrollen. Oh, Junge. Wo ist das Vieh? Hä? Ich hab's hier. Was? Ich kriege hier. Ich werde hier die ganze Zeit beschossen. Ich weiß nicht wovon. Von wo? Ach, das ist ein Bossgegner. Schießt ja auch gerade noch so ein Dude platt. Ein Bossgegner. Boah, macht der Schaden. Wo ist der? Hier in der Luft. Vorsicht. Ja, in der Luft. Ja. Er ist jetzt auch tot. Wer er? Der Berlu. So, jetzt konnte ich ihn auch mal heilen. Ich sehe diesen Boss überhaupt nicht. Tödlich Ne, verwundet. der schwebt doch da vor dir. Da in dieser grünen Kugel. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Ich bin tödlich verwundet, steht hier. Warte, Jo. bis ein Truppmitglied dich wiederbelebt. Ja. Du mit deinem Sprungmodul, das ist schon Ich ziemlich komm mal. lässig. Ich glaube, taktischer Marine war so ziemlich das Dümmste, was ich nehmen konnte. Alter, diese Felder, ne? Ja. Alter, den haben wir ja überhaupt nichts weggehauen. Ich habe auch gerade keine andere Idee, als auf den zu schießen, ne? Nee, da kommen wir nicht anders ran. Irgendwann fallen die runter, glaube ich. Weil der war eben auf dem Boden, da konnte ich auch nicht drauf prügeln. Ich schieße Ich habe mal. keine Munition mehr. Jetzt ist er unten. Ah, geil. Kann ich nicht das Ding hier nehmen als Geschütz irgendwie oder so? Gibt es hier nicht irgendwo Munition?
Jetzt. Ah, man muss die ganze Zeit ihn scheinbar beschießen. Ich kämpfe gerade gegen den anderen Dude. Ja. Genau, bei diesem blauen musst du mal parieren, ne? Ja, ja. Ey, hab ich, aber... Ey, das... Hä, kann das sein, dass das viel zu spät kommt? Weil bei mir kommt eine Parade irgendwie erst eine halbe Sekunde, nachdem der zuschlägt. Ja, ich weiß nicht, ob wir irgendeine Verzögerung haben, aber ich pariere und das weiß ich nicht. Also, vielleicht durch die Capture Card? Ich weiß, das kann tatsächlich sein, dass, wir dadurch, dass ich dadurch ein Delay habe und dass dadurch alles ein bisschen... Hätten wir doch musst, eine... Ist doch ganz einfach, dann parierst du einfach, bevor er dich angreift. Fertig. Ja, habe ich versucht. Ich bin gerade kläglich gescheitert. Kann ich hier... Alle tot? Nee, Schwierigkeit. Alle tot? Ja. Ah, Schwierigkeit? Ich gucke nochmal, das kann ja nicht sein, dass... Du kannst ja nicht mit zwei Schlägen tot sein. Das ist ja härter als Dark Souls hier. Das ist 100 pro ein falscher Schwierigkeitsgrad, weil man ja levelt. Ja. Haben wir jetzt wieder Ewigkeiten Wartezeit? Nee, bei mir nicht. Ja, ich weiß. Aber wir haben 30 EP gekriegt, guck mal. Haben wir das? Ja, ich habe 0 EP. Ne, du musst unten weitergehen. 10, 20 habe ich gekriegt. Ah, erlittener Schaden, aber gut. Ja, wo kann ich das sehen, welcher Schwierigkeitsgrad aktiv ist? Okay, das war jetzt, da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Da. Was ist das? Bearbeitungsmodus? Ne, kürzliches Spieler-Einladungsmenü. Truppe verlassen, will ich ja nicht. Wie war denn das? Rüsthalle? Ne, Starthalle. Ihr habt eine Mission ausgewählt. Ja, die Mission würde ich gerne... Mission ablehnen. Mittelstark! Das war mittelstark. Okay. Ah, das sind auch echt. Ich gucke gerade nebenbei auf Twitch, es sind viele Leute am Stream. Die Warhammer 40k. Spiel. Wie kann ich die denn ändern? Ist das Bearbeitungsmodus? Trupp verlassen? Nein. Einladungsmenü? Nein. Ich kann LB. Ich kann die Mission nicht ablehnen. Ach, weil ihr noch im Laden seid. Im Laden? Ah, warte mal, ihr... Alter, hier! Erstmal ein Black Templar. Mission ablehnen, ja, so. Ah, guck mal. Der Schwierigkeitsgrad war viel zu hoch. Ja? Wo stand der denn? Jetzt. Der stand auf mittelstark und es gibt noch einen runter. Wie kann ich denn meine und das ist ja so ein... Spielerklasse wechseln? Oder ich bleib einfach, ist egal. Okay. Ja, wir müssen uns hier in dieser Area sammeln. Jetzt muss nur noch hier Kumpel Kladder dazu. Tja. Wir müssen mal zu. Ich hoffe, jetzt wird's besser. Wie kann ich denn die Klasse wechseln? Gehst du an dieses Pult, nee, gehst du an die Rüstkammer, in die Rüsthalle? Drückst aufs Touchpad? Ja. Ja, genau. Rüsthalle? Und dann gehst du in die Rüsthalle? Ja. Ah, Kladder ist auch eine Assault Marine, da muss ich das auch tun. Interagieren, genau, und wählst dir dann eine von den anderen Klassen aus. Taktika. Okay, Waffen. Interessant. Angreifer. Aufklärer. Verteidiger. Das bin ich jetzt, genau. Scharfschütze.
und Heavy. Aufklärer, Angreifer, Standard Energiehammer. Ach so, ja, da sieht man, was der hat Kampfmesser. Genau, das ist der hier. Der ist ein Silver Templar, wie es aussieht. Oh, mit dem Schwert. Standard, Scharfschütze, Zerstörer, schwerer Bolter. Ich glaube, ich bin der Mann fürs Grobe. Ja, und dann einfach mit Kreis wieder rausgehen, wenn du die Klasse ausgewählt hast. Zerstörer. Okay. Zerstörer auswählen. Hä? Nee, einfach, sobald du auf dem Zerstörer drauf bist, einfach Kreis drücken. So, ich habe nämlich gerade Stand auswählen, X und dann... Nee. Okay. Dann hier wieder raus. Und jetzt mit Kreis raus. Ja, jetzt bin ich... Oh, sauber. Und jetzt musst du wieder zum Startplatz zurück. Starthalle. Jupp. Und dann zu uns hier ins Feld kommen. Ja. Alle haben Sprungmodul, nur ich nicht. Nee, ich auch nicht. Achso, ja, du bist ja kein Ding jetzt mehr. Ich spiele jetzt einen Blackguard Veteran. Alter, bist du ein Brocken da mit deiner Rüstung? Oh ja. Krass. So, jetzt ist das hoffentlich nicht so erbärmlich wie eben. Das war Le Blamage. Le Blamage, genau. Wie der Spanier sagen würde. Das kennen wir schon. Wir überspringen. Ja. Oh, geil. Oh, guck mich Ledgard Veteran. Ich bin ein richtig schöner Heavy Dude. Dafür bin ich tatsächlich etwas langsamer. Ja. Aber kein Ding. Da kann ich mit um. Das Ding reißt auch ein bisschen aus. Muss man schon ein bisschen kontrollieren, ja. Auf jeden Fall. Oh ja, das Power Sword gefällt mir. Alter, hier ist gerade alles grün. Ja, du stehst in der Seuche, geh nochmal raus. Wir stehen alle in der Seuche? Kann das sein? Nee. Bei mir ist gerade alles grün im Display. Ja, weil du vergiftet bist, weil du in dieser Wolke drin gestanden hast. Okay. Wie die... Achso, das ist gerade wieder von alleine. Aber das sieht ja wohl jetzt mal bitte ganz anders aus. Ja, das macht gerade... Ach, schon wieder. Ich bin schon wieder verseucht. Ich kann gerade gar nicht sehen, wo ich hinballer. Also das MG ist echt träge, meine Herren. MG, schwere Bolter so. Ah, ich kann, das ist auch geil, ich kann das Schild zum Schutz hochhalten. Okay. Ach, wir haben hinten welche vergessen. Oh, ich bin schon wieder tot. Irgendwie habe ich das mit dem Sterben für mich entdeckt. Ja, ich wollte sagen, irgendwie kriege ich die ganze Zeit immer hier Treffer. Ja, hinten ist noch ein... Ein Bösewicht. Also... Schönes Ding. Boah, die Plasmakanone macht doch richtig Boom, 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 Boom. Fett. Ja, der Heavy Bolter hier, der ist echt. Achso, ich kann auch den normalen nehmen. Schwere Bolter ist sehr, sehr träge. Also auch diese ganze Bewegung, auch wenn du ballerst, das verzieht so dermaßen. Mhm. Ja, gucken wir mal. Aber so ist es ja theoretisch, würde ich es mir nicht auch vorstellen. Ja? Wenn du so ein krasses Teil im Start hast. Oh Gott, Blade Guard Veteran ist mega gut.
Der macht ja mega Bock. Schwarm von hinten. Ja. Also, siehst du, sowas wie Schwert habe ich ja gar nicht. Kettenschwert, jetzt muss ich einfach. Die Großen töten, ja. Dann sterben die Kleinen mit. Ja, warte, ich habe gerade hier, ich werde gerade beschossen. Bin gerade fast tot. Hinter dir? Ja, oh nein. Exekution. Nein. Hier, richte den Termaganten hin, dann kriegst du ein bisschen Lebenspunkte. Jetzt zeigt er mir nicht heilen. Achso, warte. Ich muss gerade mal heilen hier. So, mit so einer trägen Schrankwand hier rum zu jumpen ist auch gar nicht so easy. Ja. Hätte ich mal, ja, ach, im Nachhinein, man muss die ganzen Klassen alle durchspielen, ja. Und dann. Oh, da ist Munition. Hast du die genommen? Ich habe Munition genommen, weil ich nur noch 15 Schuss hatte. Oh, Alter, ist irgendwas explodiert bei mir gerade. Ich bin verwundet. Ah, hier! Ja, da kommt der Boss von eben. Mhm. Der hat mich gerade gar fürchterlich von hinten erwischt. Ah, wahrscheinlich hier. Ich habe keine Muni mehr. Der hat sein Schild. Hier, da können wir nicht drauf schießen. Dahinter ist noch eine. Ja. Die hier vorne, jawohl. Du musst auf die schießen, wenn die kein Schild haben. Alter, die macht Schaden. Schönes Ding. Sind die down? Ja. Oh, geil. Er hat sie gerade hingerichtet. Cool. Ich laufe mal im Stitzel hinterher. Ja, diese Klassengeschichte, das wird definitiv noch ein ordentliches Ding. Also. Da. Ich habe auch keine Munition mehr. Ich kann mit dem schweren Bolter nicht mehr ballern. Ist das exekutiert? Ja. Ja, ich auch. Okay, schön. Geil. Boah, dringend Moon, ey. Ich auch. Also das ist gerade hier das Hauptproblem. Dass wir hier Munition bekommen. Ich habe auch komplett verschossen. Ich habe noch zwei. Ich habe jetzt normal die Boltpistole. Aber der schwere Bolt ist komplett leer und ich habe keine. Keine andere. Schönes Ding. Hier ist Munition. Wo? Da. Hinterm Auto. So, ja. Einmal aufgeladen, ja. Alter, aber nur 90 Schuss. Ist nicht mehr. Ist das wieder eines dieser Spiele, wo man einfach so unfassbar wenig Ressourcen hat? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Munitionstechnisch, es gibt manche Spiele, die. Also bei Teil 1 nochmal. Oh, hallo. Hier ist ein Munitionslager. Cool. Wo ist hier? Hier, neben mir. Ach, da. Ich bin gerade dem anderen hinterher, deswegen. Melterbomben. Fragmentgranaten. Melterbomben. Achso, ich tausche immer. Ich verstehe. Genau, du musst dich für einen Granatentyp entschieden. Ich habe Fragmentgranaten genommen. Medicase. Ja, geil. Ja, ich auch. Genau, jetzt kannst du mit rechts ein Stimpack nehmen, dann heilst du dich. Cool. Wo,
Ach so, ja, ich sehe, rechts ist in der Ante. Alter, ich wurde gerade hier attackiert von dem Viech. Der hat mich einfach von hinten. Welcher? Der Ich bekämpft mich sehe gerade, der nichts. boxt mich gerade komplett Ja, durch. ich bin dich. Ich muss hier mit Interaktion. Ah, der hat mich aufgespießt gerade. Hä, das war. Hat der dich auch von hinten überfallen? Nee, ah, Liktor. Oh, shit. Ich habe gerade, ich weiß nicht, ob es hier Macht der Schaden? Delay von der Capture Card oder so. Ich habe das gedrückt, fast verstanden, aber es kam anscheinend zu spät. Ja, Da ist er. das ist wirklich Ich habe gleich. ihn. Hinter dir, hinter dir. Da war gerade noch einer. Ah, Glück gehabt. Ja, ich spawne in 30 Sekunden. Also, Delay Capture Card ist gerade echt nicht so. Ja, es ist aber auch eine günstige Catcher-Card, ne? Ja, also das heißt, wir müssen, wenn wir das öfter mal machen wollen, dann müssen wir da mal. Ja. Ne? Alter, dieses fiese ätzend. Dann müssen wir mal. Ist der immer noch da? Ja, Wollo. Und Kopf abgerissen. Das Energieschwert sieht schon ziemlich geil aus. Also insgesamt ist von der Grafik her überzeugt mich Ein dieses Spiel Traum. komplett. Das ist ein Traum. Was liegt hier? Simpacks. So. Rüstungsschuh? Was? Ah, Rüstung. Gegnerwelle steht bevor. Wo bist du denn? Ja. Vorsicht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich versuche dich gerade Da mal zu den. finden. Ja. Oh. Ne, Hier, oh, ich wo bist stehe. du? Ja, hier. Hier läuft gerade alles. Wo zur Hölle? Ach, du bist in die andere Richtung gelaufen. Oh. Ja, ich habe gerade hier ein ganz kleines Problemchen. Und halt hier, ich habe gerade einfach nur reingeboltert und trotzdem sind die Gute Sache. sowas von reingekommen. Wie gesagt, vor allem die Großen müssen Ja, sterben. ich bin einfach gestorben. Ja, wir waren ja auf der anderen Seite. Ist alles gut. Also wie gesagt, das Block mit dem Delay, das ist bedingt möglich. Einfach mal Bolterporn hier. So, ich bin hinter dir. Hier ist so eine Kiste. Braucht man nicht gerade. Wir Jura. sind wieder von. Hä? Wir sind im Kreis gelaufen. Das ist die Munitionskiste von vorhin. Nimm mal die Meta-Bombe. Ah, aber Ja, egal. Ja. ich nehme noch eine Melter. Bombe. Eine Melter. Ich bleib mal in deiner Nähe, falls wieder irgendwo ein Liktor auftaucht. Alles gut. Bin hinter dir. Ich finde das systemübergreifende Zocken ja unfassbar cool. Und nicht selbstverständlich. Nee. Aber mittlerweile ja. Öfter, ja. Ja, gang und gäbe, würde ich fast sagen. Oder immer mehr gewünscht. Immer mehr gewünscht, ja. Und immer mehr durchgeführt so. Hallo? Dann stellt sich auch die Frage nicht mehr, welche Konsole hast du, können wir zusammen zocken? Nee, es ist ein Alter, total egal. Ja, Systemübergreifend, ne? da sollte es auch hingehen. Ich bin auch kein Fan von Exclusives auf den Konsolen. Was müssen wir hier durch was durchsuchen? So. Den Kadianer hier. Stormtrooper wollte ich gerade sagen. Das ist ein anderes Spiel. Was ist denn das? Ah, das wäre so ein. Hast du diese blaue Welle gesehen, die aus ihm rauskam? Beim Tod? Habe ich gerade nicht drauf geachtet? Nee. Das ist diese Synapsenwelle, die alles an kleinen Viechern tötet, was um ihn rumsteht. Ich halt echt, also mit dem schweren Trupp hier, das ist schon nett, aber es ist finde ich ein bisschen. Oh, es geht noch weiter hier.
finde ich ein bisschen schade, dass ich nicht mal ein Schwert oder irgendwas habe. Hast du doch. Nee, ich kann nur zuschlagen. Ja, du Mit der kannst Waffe. auf unten die Waffe wechseln. Ja, aber nur auf dem Bolter. Also Ja, und Boltpistole. dann hast du doch hast du ein Schwert, oder nicht? Nee, ich schlage immer nur mit dem schweren Bolter zu. Das Okay. finde ich ist halt, weiß ich, da ist ja, da wäre der Taktiker wieder cooler oder wie gesagt auch der Naja, vergiss Speer. nicht, jede Klasse kann irgendwie 20 Stufen aufsteigen, ne? Vielleicht schaltest du sowas erst frei. Letztendlich beim Marine mit einem schweren Bolter ist das nicht vorgesehen, denke ich. Weiß ich nicht. Theorie Sachen. Riesige Gegnerwelle. Ah, hier. Versammeln. Mein Banner ist ready. Oh, von hinten hat mich was angegriffen. Von hinten. Oh, Ravenna, scheiße. Melterbombe. Melterbombe habe ich detonieren lassen. Geil. Meine Munition geht alle. Ja, ich helfe dir. Alter, ehrlich hier. Ich komme vor wie der letzte Depp hier mit Paraden und so. Rüstungsschuben. Gegnerwelle. Oh. Hier, die haben auch die Peitschen. Dafür ist ein schwerer Bolter da. Alter, die schießen hier auch gerade echt viel. Ja, ich schieße auch viel zurück. Alter, ich habe gerade irgendwie ein paar Schüsse abgekriegt und ich weiß nicht. Boah. Irgendwas hat mich gerade umgehauen. Ja, die schießen ja alle mit ihren Flashbohrern von der Brücke. Tödlich verwundet. Irgendwas hat mich gerade von hinten attackiert. Oder von der Seite. Bitte, bitte nicht wieder Lektor. Nee, kein Lektor. Ach, die ballern hier die ganze Zeit. Also die schwere Klasse überzeugt mich gerade noch nicht so. Oh, Plasma kann explodieren. Wie überraschend. Er kommt. So. Hier ist wieder Wohl. Munition, wenn du brauchst. Oh, Schockgranaten. Nee, die will ich nicht. Fragmentgranaten. Das hier? Rüstungsschub, falls du es brauchst. Immer mitnehmen. Also was die sich hier im Detail verliebt haben in diesem Spiel, ne? Das ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Oh lol, die sind mit zwei Schuss tot. Mit Plasma. Okay, schön. Krass. Meistens bist du mit so einem Schwert und so wesentlich schneller, als wenn ich meinen Bolter hier irgendwie klar zum Gefecht mache. Dann. Ja, und das Schild sieht auch mega cool aus. Ja.
Aber da fehlen mir die ganzen Verzierungen noch drauf. Kannst du ja selber. Kannst du die designen da, oder? Kann man. Man kann alles designen, habe ich gesehen. Aber das musst du freischalten, indem du die Koop-Kampagne und sowas spielst und den Multiplayer. Mhm. Ja, cool. Hat man wenigstens Ziel. Start das Protokoll für den Einsatz der Bombe. Ah, Plasma explodiert auch im Umkreis. Sehr geil. Nein, jetzt habe ich dich getroffen. Ja. Na, guck mal. Das Schöne ist ja auch im Spiel, wenn man nicht weiter weiß, du drückst einfach, also hier bei PlayStation ist diesen mittleren Button und dann weißt du, wo du hin musst. Oh, ich kassiere hier irgendwie Hartschüsse von ihm. Das ist wirklich so. Krass. Was denn? Zwei aufgeladene Schuss Plasma und die sind im Execution-Modus. Ich habe mal hier interagiert. Oh, ich habe keine Munition mehr. Fuck. Da ist wieder so ein Fliegen da. Ja, er ist hier in den Gulli gefallen. Ja, wegspülen. Ja. Munition ist immer wichtig. Sprenggranaten oder Fragmentgranaten. Gegnerwelle steht bevor. Bleib mal hier in der Nähe stehen. Oh. Von hinten. Sehe ich. Was ist jetzt los? Ich werde die ganze Zeit hin und her gestoßen hier. Dann wurdest du vielleicht überfallen. Das hatte ich vorhin auch. Ey, du siehst es, du drückst Abwehren und es funktioniert einfach nicht. Ich bin gerade rein zum Schlamm und jetzt bin ich gestorben irgendwie. Hä? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wo bist du? Ach, ja. Ganz tot. Ja. Ich spawne in 37. Okay. Ja, wer schießt da? Ah. Junge. Ach, das sind hier Sporenminen überall. Das erklärt einiges. Oh, du bist auch ganz schön low. Junge. Da ist noch ein dickes Vieh. Ah ne, da sind die rausgekrochen, ne? Ne, das ist die, der, genau, das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Diese Drop-Pod. Ja, wie heißen die denn gleich? Ich weiß es nicht. Tyrannosite oder so? Ist das hier? Ah, nice. Was ist das? Warum sollen wir hier herkommen? Nee, der hat das irgendwie markiert, aus Versehen schon mal. Aus Versehen. Hallo? Interagieren. Ah, mit oben machst du das. Was denn? Markieren? Diese Markierung. Ah, okay. Plasma ist schon nett. Ich sag's, wie es ist. Wir müssen einen Bereich erreichen nach da vorne. Ja. Oh, ich bin gerade an dem
Kleinen Termaganten-Willi vorbei. Oh, Gargoyles gibt's jetzt auch. Ah! Liegt Tor, liegt Tor, liegt Tor! Ja. Wo ist er hin? Oh Gott, Alter, macht der Schaden. Wo ist der? Ist der jetzt tot? Oder ist der einfach nee. Verschwunden? Priorisiertes Ziel, extremes. Hier ist er, hier, hier. Ja. Ich habe ihn. Sehr gut. Was ein Bursche. Munition leer. Dann. Ey, ich will immer Granate schmeißen, ich will immer R1 drücken, ne? Das ist so diese ganze Halo-Zockerei. Die würde mit zum Verhängnis. Tee. Riesige Gegnerwelle. Oh, schon wieder. Oh, so ein Ey! Fall. Oh Gott, die sind bei mir. Die sind überall. Und ein Dicker. Was heißt ein Dicker? Mit den Schwertern. Carnifex? Nee. Quatsch. Carnifex sind die ganz großen. Ja, Entschuldigung. Gott. Alter, ich muss gerade gegen zwei Krieger kämpfen hier. Ja, genau. Die Dinge sind die Krieger. Sieht gar nicht, sie nur am Vibrieren, die Otze. Und exekutiert. Bam. Mit dem Body Slam. Ich bin tot. Hier sind drei Krieger, das habe ich nicht geschafft. Die kommen jetzt auf dich zu, Vorsicht. Ja. Sehr cool. Wo bist du denn? Hier, ich liege vor den Kisten. Warte. Da, ja. Helfen. Da sind, oh, Sprenggranaten, geil. Munition. Weggeschnitzelt. Ich habe aber schon den Eindruck, dass ein Mini-Delay im Server drin ist. Weil ich merke das bei manchen Sachen. Ich merke es extrem. Ja. Aber so what? Also gerade bei diesem, also wenn jetzt so normal rumrennt, merkt man es nicht. Aber dieses Verteidigen, du siehst, die Attacke kommt, du kannst drücken, ich drücke und es passiert halt einfach nichts. Irgendwie drei von vier Attacken hindurch. So. Ich guck gerade mal, ob wir überhaupt einen Chat haben. Nein. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Kannst, mal, ausgucken. Kannst du mal auf dein Handy gucken schauen. Leute zu. Ja, nee, ich habe sie auf dem zweiten Bildschirm auf. Ja, ich hab was geschrieben. Ah. Weißt du auf Rüstungsnachschub hin? Ah, guck mal, die kann man markieren mit oben.
So, ich glaube, ich werde den Schreibtisch jetzt mal langsam wieder runterfahren hier. Und mich hinsetzen. Oh Gott, was da hinten alles kommt. Warte ganz kurz. So, jetzt hat. Oh boy. Bin im Anmarsch. Kann man hier nicht erschießen einen? Nein. So. Oh, was ist das? Man kann die Ausrüstung wechseln. Ehrlich? Ja. An diesem Mini-Drop-Pod. Ja. Ah, Bewaffnung 1, der schwere Bolter, Boltpistole. Ich kann eine schwere Plasma, einen schweren Plasmabrenner. Ja. Und einen Melter. Alter, guck mich an. Ich habe jetzt einen schweren Plasmabrenner. Ja. Und eine Plasmapistole. Geil. Das ist ja der Hammer. Da muss ich mal kurz mit schießen. Oh, stimmt, du bist deutlich langsamer. Ja. Oh, ich sehe gerade, es gibt doch Friendly Fire übrigens. Wie, hast du was abgekriegt? Ich habe den abgekriegt. Und er sagt, oh, ketzerisches Verhalten. Ja, ist es? Hä? Wo müssen wir jetzt lang? Hier, ich mache gerade das Tor auf. Was? Ach, da. Oh. Hallo? Hallo, hallo? Ja. Aber ich habe 35 Schuss mit dem. Ach, und den kann man auch überladen. Ja, wenn du den auflädst, macht er viel Schaden. Hier war eine Munitionskiste. Ich bin aber voll, alles gut. Kommen jetzt wieder Wellen, oder? Wollen wir einfach gleich nur reinjauchen? Gegnerwellen kommen? Ja. Interagieren, da unten. Nee, schieß mal nicht die Munition leer. Aber ich muss ihn doch testen. Durch. Ich bin down. Ich auch gleich. Ja, da kommen wieder ein paar. Sehr schön, bin wieder am Start. Ja, aus deiner Perspektive wäre das Spiel wahrscheinlich deutlich interessanter hier anzuschauen. Weil du nur der Ballermax von hinten bist. Ja, es ist ziemlich coole Reaction, die du da ablieferst. Der hat die ganze Rüstung voll mit Blut. Aber dieses Spiel. Oh ja. Dieses Spiel erfüllt nicht die Erwartung. Oh, da. Erfüllt nicht die Erwartungen, dieses Spiel übertrifft die Erwartungen absolut. Das stimmt. Ich habe ja mit vielen gerechnet, aber das ist echt schon krass geiler Scheiß hier. Irgendwas hat mich da gerade getroffen. Alter. Oh, ich brauche Hilfe. Ich auch. Irgendwas peilt mich hier jetzt halt an. Pfeffert mich hier weg. Nein! Ich bin auch fast down hier. Ich lebe hier von Rolle vorwärts zu Rolle vorwärts. Kann ich jetzt hier heilen? Warte, bis der Schwarm positioniert ist. Bist du. Ich bin tot. Jetzt kommt mein Schild wieder.
Oh, du musst mal rauslaufen. Ja. Ja, ich komme. Ich rolle mich vorwärts. Okay. Bitte. Das ist mein Job hier, Healing. Oh, hier kommen noch mehr in der Welt. Ja, jetzt. Jetzt was? Sind beide markiert. Oh, scheiße, ist alles überhitzt. Oh, ich bin verwundet. Scheiße. Holy fuck, ist das krass. Entschuldig. So, was müssen wir jetzt machen? Wieder warte, bis der Schwarm positioniert ist. Aber der Schwarm, Alter, da im Hintergrund die ganze Zeit. Ja. Das sind ja Millionen von Viechern. Also so wie die Tyrannien auch tatsächlich sind. Ich finde das geil, dass man das... Oh, ich habe nur noch drei Schuss mit dem Großen. Alter, es ist alles leer. Es ist alles leer. Ja, Alter, da hinten diese ganzen Schwärme. Gefahr neutralisiert. Zündet die Bombe. Ja, ich gehe hin. Zünden. Ja. Ist quasi ähnlich wie das Tutorial, ne? Bam, bam. Hm. Oh! Le Grand Feuerwerk. Oh, geil. Ah, Vorsicht, Lictor! Ja. Nee, Ravenna. Ich hau hier einfach nur stumpf mit dem Bolt herum. Er erreiche den Evakuierungspunkt. Ach, da drüben, wo er steht. Ja. Da ist der Thunderhawk. Oh. Komm her, ich gebe dir Feuerschutz. Nein. Oh, jetzt bin ich hier noch gestorben. Direkt. In der Sekunde, wo wir hochfliegen. Lustig wäre es, wenn du jetzt aber noch liegst auf dem Dingens. Unglaublich. Eieiei, ey, da kommen aber auch viele Gegner zum Ende. Boah, grob aber wirksam. Ich habe eine Trophäe erhalten. Ja, ich auch. Platziere eine Bombe im PM. Ah, Tyrannien-Schwarm zu vernichten. Naja, cool. Ich liebe Trophäen. Sieg. Also Blade Guard Veteran macht schon mal Hardcore-Bock, muss ich sagen. Ja, es sah auch echt danach aus. Also, ja. Schwerer Dude, auch wenn du es dann mal spielst. Mit Sicherheit. Ja, sehr, sehr träge. Also ich habe auch Bock mehr auf dieses Agile, auf dieses Schnell. Und ich glaube, da müsstest du einen Reaver oder sowas spielen, oder? Ja, genau, genau. Ach, guck mal hier, Sumpf, Lager, Prometheumfeld, verlassen Basis, boah. Dächer, Hauptziel erreicht, 630 EP. Fernkampfschaden. 1000. Nehme ich. Also, wenn ich die Statistik so sehe, sieht das gut aus. Aber ich habe einfach nur Scheiße gespielt. aber es lag jetzt am Stream. Sind wir jetzt mal ehrlich? Ja, genau. Aber ich bin, guck mal, aufgelevelt auf Level 2. Und, Verbesserung. Du hast Verbesserung freigeschaltet. Geil. Eine Prämie. Sehr geil. Geh mal in die Rüsthalle, mach ich. Ach, guck mal. Je nach ich habe schwere Bolter und schwere Plasma. Jede Waffe kannst du noch leveln. Die kriegen einen eigenen Talentbaum, habe ich schon gesehen. Das ist ja geil. Alter, das ist ja. Da kriegt das Spiel ja richtig, richtig tief. Starker Glaube, Klassenvorteil. Wenn deine Rüstung verbraucht ist, erleidest du 25% weniger Schaden. Ja. Nämlich. Also, so einen trägen Burschen hier zu spielen, wenn es mit dem Delay nicht ist, vielleicht cool, aber. Ach, guck mal hier. Wenn du eine Waffe öfter benutzt im Kampf, dann kannst du, ich kann hier zum Beispiel einen Reinhardt-Siegel dranhängen. Mhm. Und das Reinhardt-Siegel macht, dass die Waffe mehr Schaden macht und schneller nachgeladen ist. Geil.
Und dann hat die auch noch, ach so, wow, und dann hat die auch noch einen Fähigkeitenbaum, den du aktivieren kannst. Mhm. Wow. Das ist der Hammer. Rüstung bearbeiten. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Geil. Was habe ich freigeschaltet? Ich habe einen irgendwas freigeschaltet am Helm. Mhm. Ah, ich habe jetzt neue Blackguard-Veteran-Helme freigeschaltet. Geil. Interagieren. Ja, dann gucke ich doch auch mal rein. Zerstöre. Also auch wenn ich jetzt beispielsweise, da habe ich jetzt ein Ausrufezeichen. Du hast ein neues genau. Klassenlevel erreicht und kannst einen Vorteil kaufen. Kaufe hier und lege ihn an. Ah ja, guck mal, dann gucken wir hier mal Vorteilsbaum. Rüstteile Vorteilsbaum, aha, um neue Klassenvorteile zu aktivieren, musst du ihn kaufen, dann anlegen. Pro Spalt kann jeweils nur ein Klassenvorteil aktiv sein. Ah, sowas wie das hier zum Beispiel. Das Töten von 10 Feinden in schneller Folge stellt ein Rüstungssegment wieder her. Abklingzeit 15 Sekunden. Okay, das kann ich für 20 von diesen... Was sind das? Sterntaler? Gold. Duplo. Ja. Genau, das habe ich jetzt gekauft, okay. Ah, guck mal hier, Standardversion, schwere Plasmabrenner, ja. Ganz ach, guck mal, aber du kriegst noch eine dritte Waffe, die ist nur jetzt noch gesperrt. Nicht verfügbar, genau. Bewaffnungen mit L2 kannst du hier Standard schwerer Bolter, dann ist schwerer Plasmabrenner oder Multimelter. Die klassische 1. Rüstung bearbeiten, das können wir jetzt auch noch. Dann können wir jetzt, ach guck mal, alle noch verschlossen. Rüstungssets. Hier mit dem stählernen Stern oben, mit dem halben. Geh mal unten auf die legendären, das würde mich interessieren. Unten? Ich sehe es gerade bei dir auf dem Bildschirm. Alter Schwede. Oh! Die sehen schon fett voll gebamselt hier, dann kannst du ja noch drehen hier. Alter, was hat da der Bladeguard Veteran? Weil die haben ja auch im Tabletop so ultra geil. Oh! Du kannst hier in Salamanders, ach, du kannst auch hier mit Fist spielen und oh, ja, die kannst geil. Du freischalten jetzt für diese Münzen. Wenn du da reingehst, wenn du zum Beispiel Imperial Fist spielen willst, dann klickst du auf die Heraldik, hättest du X gedrückt. In Heraldik anzeigen, genau. Genau. Und wenn du die drei Sachen freischaltest, dann kannst du den als Space Marine Orden spielen. Oh, geil. Ach, das Farbpaket also, Evidence Sunset. Ja, Hammer. Du musst halt erst dieses Emblem kaufen, dann die Farbe und so weiter. Ich sehe schon, ach, hier ist auch das DLC. Ultramarine. Das kommt, genau, das hast du ja auch. Mhm. Und da kriegst du jetzt die ganzen Suborden der Ultramarines. Ironhounds, Two Keepers. Sind eigentlich die Emperor Spears? Nova Marines, diese halb blau, halb weiß, das ist schon witzig. Ich würde natürlich Imperial Fist spielen, ne? Oder Ultramarines, klar. Warte aber natürlich auf die zweite Legion, die ich spielen würde. Gibt's die schon? Ich weiß gar nicht. Sehr, sehr schön. Gibt's die? Orden erster Gründung, Orden zweiter Gründung. Ich bin total begeistert. Ich sehe schon, das werden einige Stunden hier reingehen. Omega Marines, nee, wo sind sie denn? Wahnsinn. Da sind sie. Black Templars, geil. Mega. Mega, mega Spiel. Schön mit dem Ritter. Also wir haben uns jetzt hier streamtechnisch einmal komplett zur Wurst gemacht, insbesondere ich. Wir sind im Sterben gar nicht so schlecht, sondern ziemlich gut, haben wir festgestellt. Mhm. Aber insgesamt jetzt krass. Macht übel Bock. Absolut. Da müssen wir auf jeden Fall würde ich sagen, noch weiter durchhoppeln. Ich wollte gerade sagen, streamen wir in den nächsten Tagen direkt weiter. Mhm. Für heute war es das erstmal. Für heute war es das, genau. Aber es macht Bock. Ja. Ich freue mich auch drauf, das Ding dann jetzt, ich habe es jetzt auch im Rechner mitgespielt, das Ding jetzt auf dem 4K-Fernseher und dann auch mit einer geilen Soundanlage zu spielen. Mhm. Weil ich glaube, das ballert richtig, Alter. Absolut. Ich werde, ja, bei mir drüben mit der, ne? Ja, bei dir ja auch mit dem Riesenfernseher. Oh. Ja. Yep. Ja, da ballert der Teufel rein. Da ballert der Teufel rein, ja. Schönes Ding. So, für alle, die bis hierhin durchgehalten haben oder auch jetzt im Nachhinein noch geguckt haben, was sagt ihr dazu? Geil? Nicht geil? Ultra geil. Auf jeden Fall. Ultramarine geil. Lass es uns wissen. Ich meine, sorry. Es ist einfach Hammer-Spiel. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, gefällt mir auch gut. Weit übertroffen. Ja. Kranker Scheiß. Alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, raus aus dem Stream. Ja. Bis dahin.